kurz. Spannung in dem großen Duell. Fahrer gegen Radfahrer. Erste. Radfahrer. Ich dachte schon, Fahrradfahrer wäre schlecht und Radfahrer wäre dann Astrid. Aber den habe ich dann also auch verboxt. Also, das gucken wir uns noch mal schnell an. Das wird ja ein ganz, ganz spannendes Duell. Und kurz danach müssen wir dann Daumen drücken, weil dann drücken wir einmal auf den Hebel und gucken, ob das Licht angeht oder der Rentner rausgeht. Wir wissen es nicht. Aber jetzt machen wir mal den Ball aus Kettenhaken. Der ganz knapp bekommen hat, hat in den Ballertuchen gesagt, das passiert nicht nochmal. Er bringt das Beste her, was er im Stall hat. Der hier aufgetaucht ist und wenn sie dann genug neben mir war, ich brauchte ein paar Minuten, um mich daran quasi zu gewöhnen. Allerdings habe ich noch gemerkt, okay, die hatte auch ganz schön Power unter dem Hufen. Oder sagt man das so? Die hatte auf jeden Fall ganz schön Druck. Und für mich ist es natürlich sehr, sehr kompliziert, hier auf dem Sand zu fahren. Ich habe hier auch ein spezielles Fahrrad, das hat 33 mm Reifen mit Profil. Quasi nicht so wie auf der Radbahn oder auf der Straße mit Slicks. Dadurch habe ich halt mehr Grip und kann damit auch hier auf dem Sand quasi meine Kraft auf Boden bringen. Ja, ich denke, das wird auch notwendig sein. Wir wissen von ihm her, wir haben mit ihm gesprochen am Freitag nochmal und er sagte, boah, das hat letztes Jahr so wehgetan, er konnte zwei Tage keine Treppe mehr hochlaufen. Da waren also für die Leute, die sich so ein bisschen mit Wattzahlen auskennen, 1300 Watt hat der Rennfahrer hier treten müssen, um hier gegen das Pferd zu gewinnen. Und man muss natürlich sagen, diese Bahnfahrer wie der Lukas, die sind einfach in der Lage, die können so etwas. Und deswegen, unsere Hoffnung als Radfahrer liegt natürlich auf den Lukas. Obwohl er, wie gesagt, wir wird dieses Jahr alles geben und wir sind mal gespannt, wie das funktionieren wird. Ja, ich muss kurz dazwischen noch also, wenn Sie hier am Start und Ziel sind, geht es in die Ausscheidungsrunde, also ab Ziel, ab Starthäuschen, wo der Mann mit der roten Fahne steht, geht dann der Sprint los. Hier ist die Einholphase noch, jetzt wird der Rennfahrer auf eine Geschwindigkeit von ungefähr 50 Stundenkilometer gebracht hinter Derny. Auf der Zielgeraden schert das Derny aus und dann wollen wir mal sehen, hier Ralf Opoli hat mit der Prinzessin aus Italien, die schwarze Prinzessin, eines seiner stärksten Pferde mitgebracht. Das hat natürlich im letzten Jahr gewurmt hier, als er gegen Andy Meyer knapp verloren hat und naja, wir wollen mal schauen heute, wie es aussieht bei dieser ganzen Geschichte. Ich hoffe, der Wind wird nicht stärker. Wir wollen mal sehen, was Sache ist. Der Rennmeister fährt jetzt richtig. Oh, jetzt wird es schwer. Jetzt wird es schwer, ja. Und klarer Sieger diesmal, Ralf Opoli. Also die Ehre der Trabrennfahrer ist wiederhergestellt. Also nach vielen Kilometern. Das ist ja nicht zugegeben, aber ich denke, das ist ein Weg, aber dafür hast du heute den Weltmeister geschlagen. Dann hat er sich geschlagen. Ja, sehr gut. Man muss das heute sehen, wann es heute die Fahrzeuge machen. Dann darf man natürlich mal vorne. Aber meinst du, wir können nächstes Jahr das noch mal wiederholen? Das kann ja nicht sein, bei 4-4. Steht ja jetzt ein. Ja. Auf den Sand. Gegen guten kann man sich verlieren. Genau. Wenn du alles gegeben hast. Genau.